Glück wolltest du auch eine Pause machen, Malibu. Ich brauche echt dringend mal was Süßes. Ich wette, wir haben sogar das Gleiche bestellt, Brooklyn. Ein Eis. Oder auch nicht. Hey, besuch den Fashion Planet. Ein völlig neues, modisches und virtuelles Erlebnis. Oh, zwei Tickets, bitte. Sehr gern. Aber ich warne euch. Huh? Es macht einen Riesenspaß! Willkommen im Cyber Club House Barbie und Barbie. Der Fashion Planet befindet sich in einer Kreativitätskrise und braucht eure Hilfe. Wählt zunächst einen Avatar. Mein Herzlook-Avatar ist von der Liebe inspiriert, die ich in meine Kreationen einfließen lasse. Mein Avatar mit Kreuzmuster ist von meinem Organisationstalent, meiner Sorgfalt und Kreativität inspiriert. Wow! Woohoo! Außerordentlich kreativ! Benutzt eure Superheldinnen-Power, um Level 1 zu bewältigen. Toller Ratschlag. Wenn wir nur eine Ahnung hätten, welche Superkraft uns helfen würde. Wir hängen schon ewig in Level 1 fest. Solange wir hier sind, sammle ich schon Steine, um etwas daraus zu bauen. Seht ihr? Also, mir fallen da eine Menge Superkräfte ein, die uns helfen könnten. Fliegen oder Superstärke. Aber welche ist wohl die richtige? Vielleicht ergibt es mehr Sinn, wenn wir kreativer denken. Oder viel fantasievoller. Vielleicht können wir diesen Automaten nutzen. Fashion Extras. Haben wir schon ausprobiert. Ich habe eine Kette und eine Tasche rausgeholt. Und ich eine juwelenbesetzte Handtasche und einen Sonnenschutz. Eine Hundesonnenbrille? Oh, oh, und dazu noch ein Pudel. Eine Herzsonnenbrille und High Heels in Pink. Hm, anscheinend haben wir alle was anderes. Das ist es, weil wir ja auch alle anders sind. Also haben wir sicher auch unterschiedliche Superkräfte. Das ist wie vorhin, als du lieber ein Eis haben wolltest und ich einen Cookie. Oder wie wir uns für unterschiedliche Avatare entschieden haben. Unsere Unterschiede machen uns auch einzigartig. Malibu, deine Imagination muss sicher deine Superkraft sein. Oh, Brooklyn, wie hast du das nur rausgefunden? Dann muss Klugheit wohl deine Superkraft sein, ganz sicher. Und du machst irgendwie immer das Richtige. Wie aus Steinen ein Haus zu bauen. Super hilfsbereit und nett. Und du gibst einfach niemals auf. Ja, du hast wirklich eine krasse Power. Power. Imagination, Nettigkeit und Klugheit. Wir alle besitzen ganz verschiedene Superkräfte. Aber zusammen sind wir Team Pink! Also, lasst uns einander helfen und die Ideen der anderen mit einbeziehen. Liegt es an meiner starken Fantasie oder sehen diese Berge aus wie eine umgedrehte Sonnenbrille? Die darauf hoffen, ein Strassstein-Makeover zu bekommen? Wir müssten nur durch ein anderes Brillenglas sehen. Brille? Verstanden? Wegen der Sonnenbrille hier. Ja, haben wir kapiert. Mädels, ich weiß, dass wir schon oft versucht haben, den Berg zu erklimmen. Aber versuchen wir es noch ein letztes Mal. Los, kommt mit! Glückwunsch, Team Pink. Ihr habt eure Einzigartigkeit erkannt und so eure Superheldinnenkraft entdeckt. Viel Spaß mit eurem Preis. Achtung, Level 2, wir kommen. Schon bald wird die Kreativität auf den Fashion Planet zurückkehren. Und zwar dank Team Pink. Willkommen, Team Pink, in Level 2 auf dem Fashion Planet. Erforscht die Handtaschenhüllen, um zum Konzert auf der anderen Seite zu gelangen. Viel Glück und nicht vergessen, was wirklich wichtig ist. Nicht vergessen, was wirklich wichtig ist? Easy. Und am Ende wartet ein Konzert? Fantastisch. Ich frage mich, wer dort auftritt. Oh, meine Gigabytes. Es ist das bekannteste Pop-Trio des Fashion Planets, die Fashionistas. Oh, wir treffen so gerne unsere Fans. Wir hoffen, dass ihr uns helft, damit wir unser Konzert rechtzeitig starten können. Wir sind bis jetzt ja nicht mal gestylt. Das klingt nach einem Job für Team Pink. Sind wir. Power, Imagination, Nettigkeit und Klugheit. Ist ja Wahnsinn. Okay, ergibt Sinn. Verschaffen wir diesen Popstars ein Popstar-Outfit, dann gibt's ein Pop-Höhlenkonzert. Sag doch nochmal Pop. Ein sehr vielseitiges Wort, ehrlich. Verschieben wir die Wortspiele auf später. Popstars, gehen vor. Team Pink, ich bin begeistert. Geniale neue Outfits,
Die süßen kleinen Tierchen aus der Höhle. Sie brauchen sicherlich unsere Hilfe. Aber wir werden dabei wahrscheinlich unsere Konzertoutfits ruinieren. Ein Fall für Team Pink. Retten wir diese Tierchen. Gut, ihr seid in Sicherheit, meine Süßen. Aber das war's dann wohl mit unseren Konzertoutfits, Mädels. Und Level 3 können wir sicher so auch nicht erreichen. Ihr Süßen. Ich finde, wir sollten euer Konzert trotzdem vorbereiten. Das wäre nämlich nett. Bei den Zuschauerzahlen wäre das nur klug. Also Mädels, ein bisschen Power bitte. Wir sollten mit unserer Imagination die Anweisungen nochmal überdenken. Team Pink! Moment, was hat die Stimme am Anfang des Levels noch gesagt? Ja, ich hab's. Also los. Sie rufen ja immer noch nach uns. Obwohl wir total dreckig sind. Ja, weil Mode nun mal cool ist. Aber was am wichtigsten ist, seid ihr. Euer Talent, eure Freundschaft und ja, eure Tierchen. Na, was geht ab, Fashion Planet? Moment, Skippers, Daisy, Chelsea? Was macht ihr denn hier? Hast du gedacht, dass Brooklyn und du die Einzigen sind, die Mall besuchen? Wir spielen dieses Spiel auch. Und endlich habt ihr uns eingeholt. Danke, Chelsea. Vielleicht waren wir etwas langsamer als ihr. Aber jetzt freut euch auf eine Überraschung. Fashion Planet, wir sehen vielleicht nicht genauso modisch aus wie sonst. Aber mit nur etwas Fantasie sehen wir doch noch modischer aus als sonst. Ja, und ob. Ich glaube, in dem Zeug war Glitzer drin. Was wir ohne powervollen Einsatz nie festgestellt hätten. Oder Nettigkeit, weil nett zu sein rockt. Gut gemacht, Team Pink. Dank eurer Kreativität habt ihr erkannt, was wichtig ist. Level 2 ist abgeschlossen. Die Kreativität ist zu 50% wiederhergestellt. Na, dann los mit unserer Fashion Show. Team Pink, hättet ihr vielleicht Lust, bei unserer Show mitzumachen? Es wäre unklug, wenn nicht. Team Pink! Hey, ihr zwei! Kommt schnell! Das müsst ihr euch ansehen! Hier steht, ein virtueller Do-It-Yourself-Bastelwettbewerb für Accessoires beginnt gleich! Wer den Wettbewerb gewinnt, darf zu einer geheimen VIP-Modenschau gehen! Cool! Das hört sich ziemlich gut an! Wir werden sie aus den Socken hauen! Wir sollten daran teilnehmen und darüber vloggen! Gute Idee! Welches Accessoire sollen wir denn basteln? Mich inspirieren momentan die Frühlingsblumen. Wie wär's mit einer Blumenprinzessinnenkrone? Ich fühle mich heute irgendwie glitzernd. Was haltet ihr von einer glitzernden Tasche? Ich habe heute Morgen ein paar fantastische Wellen erwischt. Surfbretthut? Lieber nicht. Aber ich liebe deine kreative Ader, Ken. Wir müssen etwas mit einem guten Statement dahinter finden. Wow, 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 wie eine Statement-Halskette. Oder eine Regenbogen-Statement-Halskette. Das ist es. Geh aufs Ganze oder nach Hause. Barbie, du bist schon zu Hause. Wir sind in deinem Haus. Du hast recht. Ich denke, es heißt eher, geh aufs Ganze und geh zur VIP-Modenschau. Ja! Yeah! Yeah! Sieht sie nicht toll aus? Aber sie braucht noch ein kleines Extra, damit sie so richtig perfekt ist. Beeilt euch, Leute! Wir haben jetzt nur noch 5 Sekunden. 5, 4, oh nein, oh nein, 3, oh nein, oh nein! Seht mal, eine Mini-Disco-Kugel. Jetzt ist sie perfekt. Ich hoffe, wir haben es noch rechtzeitig für die erste Runde geschafft. Runde 1 haben wir überstanden. Jetzt müssen wir sie für die Jury tragen, um zu zeigen, dass sie nicht nur in der Hand gut aussieht. Also, was haltet ihr von dieser fabelhaften Statement-Halskette, die wir gemacht haben? Wenn das kein Statement der Kreativität ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, und sie passt zu mir. Bin bereit für meine Nahaufnahme. Das wird ganz schön eng. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Egal, was passiert, was am meisten zählt, ist, dass alle gemeinsam ihre Kreativität zum Ausdruck gebracht haben. Gruppenfoto. Und jetzt sagen alle Team. Team. Soeben kommen die Ergebnisse. Wir haben gewonnen! Wisst ihr was? Bei unserer
unserer Statement-Halskette geht es nicht nur um tollen Style. Sie steht vor allem auch für Teamwork und Kreativität. Das ist Modespaß für alle. Das ist mal ein Statement, das ich nachvollziehen kann. Ha? Wir dürfen zur geheimen VIP-Modenschau gehen! Ja, ja. Nur, sie ist so geheim, dass wir nicht mal wissen, wo sie ist oder wie man dorthin kommt. Oh, das hier muss die Anleitung für die Modenschau sein. Hä? Ist ja seltsam. Es ist nur ein leerer, weißer Bildschirm. Wow, seht euch das an! Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Oder doch nicht? Was soll das bedeuten? Ja, klingt wie ein Hinweis. Oh, noch eine Nachricht. Und hier steht, hoch hinaus, im Himmel zu Haus. Ich hab's! Auf zum Traumflugzeug! Folgt mir einfach! Juhu! Roadtrip! Oder sollte ich eher sagen, Airtrip? Cool! Okay, wir wären dann soweit. Sind alle bereit zum Abflug? Der Wetterbericht sagt, die Aussicht ist klar mit Aussicht auf Fashion. Oh, wir geraten in Glitzerturbulenzen. Ich kann nicht rechtzeitig wegsteuern. Alle Mann festhalten! Wo sind wir? Wir sind die Einzigen hier. Das sieht nicht nach einer Modenschau aus. Und VIP ist das auch nicht. Was geht hier vor sich? Okay, also erstens, wir sind alle VIP. Und zweitens können wir überall Spaß haben. Aha. Boah, hast du das gesehen? Oh, darf ich auch mal? Jetzt bin ich dran. Ich bringe den Laufsteg zum Glück. Oh, sieh nur, je mehr wir tanzen und einfach wir selbst sind, desto mehr Farben und Klänge erscheinen. Ja, du hast recht. Na dann mal los! Dieser Ort hat sich von einem Nichts zu einem Ort mit einer fabelhaften Modeparty im Himmel verwandelt. Nichts ist unmöglich, wenn du einfach du selbst bist und deinen eigenen Stil findest. Ich fange an zu glauben, dass dies die geheime VIP-Modenschau ist, die wir die ganze Zeit versucht haben zu finden. Du hast recht. Zusammen kreativ zu sein, ist die wahre Party. Es gibt doch nichts, was noch mehr Spaß macht. Zu Lande oder im Himmel. Ja. Das wird ja sowas von cool. Ja. Ich wünschte nur, dass auch unsere Freunde und Familien unseren großen Modenschau-Moment mit uns teilen können. Aber sie sind dort unten und wir hier im Himmel. Ich hab's. Wir werden einfach ein Video posten, damit alle dabei sein können. Yay, yay, yay. Ja, Barbie. Eine super Idee. Vielleicht inspirieren wir sie dazu, ihre eigenen Modenschauen aufzunehmen. Oh, ja. Okay, ich hab eine Idee. Anstatt nur über den Laufsteg zu laufen, sollten wir der Welt auch sagen, was Mode für uns bedeutet. Yeah. Das wird der Wahnsinn. Und nun, ohne weitere Umschweife... Geht's los! Wir sind extra. Extra einzigartig, lustig und mutig. Und das ist es, worum es in der Mode geht. Wenn wir tragen, wonach wir uns fühlen, dann sind wir extra wild und extra furchtlos. Ich liebe Mode und ich liebe es, mich stilvoll zu bewegen. Ja. Oh, ich kann gar nicht aufhören. Ich hab dich. Mode bedeutet, sich auszudrücken und mit seinen Freunden Spaß zu haben. Danke. Und jetzt du, Ken. Du kriegst das hin. Ich weiß nicht.
ihr wart alle so groovig. Ich glaube nicht, dass ich da mithalten kann. Seht ihr? Euer Stil und eure ganze Kreativität haben diese Modenschau zum Leben erweckt. Und jetzt ist alles wieder verblasst. Stil und Kreativität steckt in jedem von uns. Sei einfach du selbst. Vergiss nicht das Wesentliche. Nicht wie du tanzt ist wichtig, sondern wie du dich fühlst. Weißt du was? Du hast recht. Ich fühle mich gut. Wirklich gut. Wuhu! Fang an, yeah! Ken. Komm schon. Alle mir nach. Wuhu! Wuhu! Du bist genial. Absolut jeder liebt unsere Modenschau. Das ist Modespaß für alle. Wuhu! Also das war doch mal ein nicht ganz so alltägliches Modeerlebnis. Ich frag mich, was unser nächstes kreatives Abenteuer sein wird. Gefällt euch mein neuer Umhang? Ich liebe ihn. Er ist wunderschön. Du könntest ihn mit Pailletten verzieren. Und mit Pompons. Denkt sonst noch jemand an eine Boa? Seht ihr? Kreativität kennt keine Grenzen. Ja. Hallo Leute, ich habe mir überlegt, dass wir heute über Mode sprechen. Wer in meinen Kleiderschrank sieht, weiß sofort, dass ich total modeverrückt bin. Wisst ihr, es gibt viel mehr Möglichkeiten, einen tollen neuen Look zu finden, als sich immer nur nach dem neuesten Trend zu richten. Das macht natürlich auch Spaß, aber es geht eher darum, einen Look zu finden, der zu euch passt. Mode ist so kreativ und auf die Art könnt ihr allen zeigen, wer ihr wirklich seid. Also zeige ich euch ein paar selbstkreierte Looks, die mir geholfen haben, meine Persönlichkeit zu zeigen. Und vielleicht hilft euch das auch. Alte Kleidung, ganz neuer Look. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein paar Sachen, die ich wirklich liebe, aber irgendwie so nicht mehr trage. Also habe ich mir selbst die Aufgabe gestellt, so viele Outfits wie möglich zu kreieren, indem ich meine alten Sachen einfach neu kombiniere. Das könnt ihr mit ein Ding tun. Süß, oder? Aber schlicht. Und wie wäre das? Oder dies? Oder das hier? Es gab so viele Kombinationen. Besonders als ich ignoriert habe, wie man es ursprünglich tragen sollte und überlegt habe, wie man es stattdessen tragen könnte. Das letzte hier? Ja! In diesem Look fühle ich mich selbstbewusst und einzigartig. Das kann Mode bei uns bewirken. Sie kann ein bestimmtes Gefühl hervorrufen. Und sie kann auch zeigen, in welcher Stimmung wir gerade sind. Ich nenne diese Eigenkreation die getragene Umarmung. Den letzten Sommer haben meine Freunde und ich getrennt verbracht. Wir haben uns gegenseitig sehr vermisst und uns daher Karten geschickt. Und was sie geschrieben haben, war so inspirierend. Mir wurde unglaublich warm ums Herz. Ich habe eine Möglichkeit gesucht, dieses Gefühl zu bewahren. Und dann bin ich auf diese Idee gekommen. Wählt einen Spruch oder ein Wort, das ihr mit jemandem verbindet. Hier sind ein paar, die ich für meine Freunde gewählt habe. Mutig. Furchtlos. Grenzenlos. Schnappt euch eure Stoffmarker. Ihr könnt Kauspapier benutzen oder einfach freihändig zeichnen. Ups, Blisse hat ihre Pfote verewigt. Das war so nicht geplant, aber lustigerweise gefällt es mir jetzt sogar noch besser. Wie findet ihr es? Wenn ich mich jetzt einkuschle, also so, ist es wie eine feste Umarmung von meinen Freunden. Und der Look ist absolut einzigartig. Ich finde ihn so toll, ich habe sogar meine Schuhe entsprechend designt. Wollt ihr sie sehen? Huch! Ups! Das ist das Fantastische an Mode. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg. Sie lässt euch kreativ sein und verspielt, experimentierfreudig und gefühlvoll. Sie bietet die Möglichkeit, all eure verschiedenen Seiten zu zeigen. Und sie lässt euch sein, wer auch immer ihr sein wollt. Also, wer möchtet ihr gern sein? Und oh, hallo Blissa. Danke, dass ihr heute meine Co-Designer wart. Peace. Strahlt, strahlt. Starten wir die Party, keiner soll allein sein. Alles kann gelingen, jeder soll dabei sein. Und Glückwunsch zum Geburtstag. Konfetti, Regen auf der Straße, den jeder mag. Strahlend hell, die vielen Kerzen auf dem Kuchen. So feiern wir Geburtstag hier. Glückwunsch
Jahr. Hey! An jedem Tag sind deine Freunde gern für dich da. Die Erinnerungen bleiben dir wie wunderbar. Wir machen die Geburtstagswünsche wahr. Starten wir die Party, keiner soll allein sein. Alles kann gelingen, jeder soll dabei sein. Glückwunsch zum Geburtstag. Konfetti Regen auf der Straße, den jeder mag. Strahlend hell die vielen Kerzen auf dem Kuchen. So feiern wir Geburtstag hier. Zögern nicht, wir sind gut drauf. Barbie und Ken sind zu nennen. Und die Freunde, die wir hier kennen. Besser kann's nicht werden, Partytime. Wie geht's euch? Also, erinnert ihr euch noch an den Start dieses Vlogs? Ist ewig, 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 ewig her. Und ich habe euch erzählt, wieso ich den Vlog begonnen habe und was ich alles gern mit meinen Freunden mache. Und eine Sache lieben wir ganz besonders, Nageldesign. Tja, und da ist mir aufgefallen, dass noch etwas fehlt. Ein Nageldesign zum Selbermachen-Vlog. Und deswegen geht's jetzt los mit Nageldesigns selbstgemacht. Ich zeige euch, wie man ein paar wirklich coole Nageldesigns hinkriegt. Und die sind so einfach, dass ihr sie ganz leicht nachmachen könnt. Oh, und bitte merkt euch, dass ihr immer einen Erwachsenen oder eure Eltern um Hilfe bittet, wenn ihr Nagellack benutzen wollt. Denn es kann echt chaotisch werden, und zwar sehr schnell. Der erste Schritt für jedes Nageldesign ist der Unterlack. Okay, dieses erste Design ist echt zum Verlieben. Ich nenne es der Daumen. Ich liebe es. Ich nehme weißen Unterlack. Und dann tragt ihr eure Lieblingsnagellackfarbe auf. Ich nehme Pink. Völlig klar. Und jetzt macht einen Tropfen auf ein Stück Papier. Danach drückt den Daumen auf den Nagellack, wie hier. Jetzt rollt ihn über die Nägel. Und dann sieht es so aus. Als hättet ihr Fingerabdrücke auf euren Nägeln. Okay. Das nächste Nageldesign, das wir kennenlernen, heißt die Zeitung. Das hat mir Renee beigebracht. Tragt auf eure Nägel einen hellen Unterlack auf. Ich nehme dieses echt helle Pink. Lasst ihn vollständig trocknen. Holt euch ein kleines Glas Wasser, taucht euren Finger in das Wasser und macht ihn nass. Dann schneidet ein kleines Stück aus einer Zeitung oder einem Magazin aus und drückt es vorsichtig für einen Moment auf den Nagel. Dann zieht es vorsichtig ab. Ihr wollt es ja nicht verschmieren. Jetzt lasst eure Finger trocknen. Und voilà, eure Nägel sehen wie kleine Zeitungsartikel aus. Okay, das nächste Nageldesign nennen wir Pünktchen. Damit fühlt ihr euch absolut feierlich. Ihr könnt euch irgendeine helle Farbe als Grundierung aussuchen. Ich mag helles Blau. Und dann nehme ich die Spitze einer Haarklammer und mache mit einfachen Pünktchen am Rand des Nagels eine Linie. Ich nehme dafür gern helle Farben wie die hier. Als nächstes will ich euch ein paar Linien zeigen. Ich nehme weißen Lack als Grundierung und farbige Lacke, um Linien auf die Nägel zu zeichnen. Seht mal, so geht's. Für die Linien könnt ihr auch wieder die Spitze einer Haarklammer nehmen. Ich finde, dieser Look macht echt Spaß und ist schön verspielt. Und ihr kennt mich. Ich kann dieses Tutorial nicht ohne Herzen beenden. Dieses Herzdesign ist echt einfach. Um ein Herz ordentlich und gleichmäßig zu malen, gibt es einen Trick, den ich euch gleich verraten werde. Es ist wirklich ganz einfach. Ich fange mit einem hellen pinkfarbenen Nagel an und nehme dann ein dunkles Rot für das Herz. Aber ihr könnt jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Fangt mit drei Punkten an, wie hier. Und nun verbindet die Punkte zu einem kleinen Herzen. Tada! Ich hoffe echt, ihr mögt diese Nageldesigns, denn ich mag sie sehr. Sich die Nägel zu designen, ist eine so tolle Art, seine Stimmung und seine Persönlichkeit zu unterstreichen. Und es muss gar nicht kompliziert sein. Ich habe etwas wirklich, wirklich Tolles begriffen. Fortschritt, nicht Perfektion. Wir können manchmal echt hart mit uns selbst sein, oder? Besonders, wenn wir etwas Neues lernen. Doch das sollten wir nicht.
Es geht doch um das Lernen und um den Weg. Es geht nicht um die Perfektion. Ich liebe es. Fortschritt, nicht Perfektion. Das wird ab heute mein neuer Vorsatz werden. Ich hoffe wirklich, ihr mögt diesen Vlog und dass ihr euch noch etwas umschaut, neue Videos auf meinem Kanal entdeckt und ihn abonniert. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie eure Nageldesigns geworden sind. Peace! Hab ich euch je gesagt, wie sehr ich Regenbögen liebe? Also tief und innig liebe? Regenbögen, Regenbögen, Regenbögen! Allein schon das Wort macht mich so glücklich! Sie sind magisch, wie echtes Leben in der Natur wissenschaftlich magisch geschieht und ich liebe sie! Also, letzte Nacht hat's viel geregnet. Das war total schön und so gemütlich. Dann bin ich heute Morgen aufgewacht und... Seht mal, was da war! Ein riesiger, wunderschöner Regenbogen, direkt vor meinem Fenster. Jetzt glaubt Chelsea, das bedeutet, die Regenbogenprinzessinnen würden zu Besuch kommen. Und ich hoffe, sie hat recht. Aber bis das passiert, dachte ich an einen Regenbogen-Vlog. Ganz genau. Nur Regenbögen und Regenbögen. Oh, Haare, was sollen wir damit machen? Was denkt ihr? Ich denke an etwas anderes. Oh, ich weiß. Beach Waves. Und... Tada! Jetzt bin ich bereit. Ziemlich cool, oder? Okay, ich werde euch zeigen, wie man ein richtig cooles Regenbogen-Make-up macht. Zu Ehren des Regenbogens vor meinem Fenster. Ihr seht, ich habe nur diese drei Lidschattenfarben. Rot, Gelb und Blau. Naja, das stimmt jetzt nicht wirklich. Aber damit dieser Vlog ein bisschen interessanter und anspruchsvoller wird, mache ich es genauso. Denn mit diesen drei Farben kann ich alle Farben des Regenbogens zaubern. Kennt ihr eigentlich die sieben Regenbogenfarben? Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Aber die Wahrheit ist, Regenbögen haben Millionen unsichtbarer Farben. Kraftvolles Pink, beruhigendes Türkis, die sind da auch drin. Und für das menschliche Auge unsichtbar. Das finde ich daran wirklich magisch. Okay, fangen wir mit den Augen an. Dramatische Regenbogenaugen. Du fängst damit an, den roten Lidschatten in die Ecke des Augenlids zu setzen. Siehst du so? Und jetzt, weil ich ja nur diese drei Farben zu meiner Verfügung habe, muss ich kreativ darin werden, welche Farben ich mische, um die nächste Farbe hinzukriegen. Jetzt kommt Orange. Ich nehme den gelben Puder und mische ihn mit dem roten für das Orange. Dann lege ich reines Gelb auf das Lid. Ich bin mir sicher, ihr seid schneller als ich. Und jetzt Grün. Ich verlängere den gelben Schatten und mische ihn mit Blau. Für, tada, Grün. Das hier ist leicht Blau, weil ich blauen Lidschatten habe. Aber ich verlängere das etwas, weil ich als nächstes Indigo mache. Indigo ist ein Drittel Rot und zwei Drittel Blau. Der letzte Teil des Augenlides ist Violett, eine meiner Lieblingsfarben. Sie besteht zu gleichen Teilen aus Blau und Rot. Tada! Ziemlich cool, oder? Ich habe außerdem einen blauen Lidstrich am unteren Augenlid gezogen, um das Auge richtig zu betonen. Und dann habe ich diesen echt coolen, regenbogen-dramatischen Augenlook mit glänzendem, pinkfarbenen Lipgloss kombiniert. Oder du kannst eine beliebige Form zeichnen und sie mit Regenbogenfarben ausmalen. Regenbögen, Regenbögen, Regenbögen! Ich freue mich auf die Regenbogenprinzessinnen, wenn sie herkommen. Ich liebe sie so sehr. Okay, doch bevor wir aufhören, vor ein paar Wochen habe ich euch aufgefordert, die Handys mal abzuschalten. Und ich habe es selber gemacht. Und wisst ihr, es war schwer. Insgesamt fand ich, es fühlt sich echt gut an. Wisst ihr, mein Kopf war etwas ruhiger und ich war nicht mehr ganz so besorgt. Ich denke, wir werden im Roberts-Haushalt versuchen, an einem Tag in der Woche die Handys abzuschalten. Ich werde euch erzählen, wie es läuft. Bis zum nächsten Vlog. Peace. Und gleich bei Hashtag Traumvilla. Traumvilla! Hallo ihr Lieben. Normalerweise habe ich einen Plan, aber heute leide ich unter einer kleinen Blockade. Ich möchte etwas Kreatives machen, aber ich weiß nicht was. Hi Barbie. Hey. Wie läuft's? Du suchst also Inspiration für Styling. Und wir beide helfen dir. Das ist toll. Aber, wer seid ihr? Nee! Stimmt. Wir vergessen immer, uns vorzustellen. Wir sind wild und furchtlos. Wir sind schlau und selbstbewusst. Wir sind mutig und einzigartig. Wir sind die Extra Crew. Nee! Ihr seid
seid ja total kreativ. Und heute brauche ich wirklich ein wenig Inspiration. Würdet ihr meinen Freunden und mir bei ein paar Projekten helfen? Na klar, bei was denn? Oh, ich weiß nicht, um was ich mein nächster Vlog drehen soll. Ich möchte etwas Inspirierendes zeigen. Lass uns zusammenarbeiten. Wir denken gemeinsam nach und das bringt dich vielleicht auf eine Idee. Toller Vorschlag. Ab ins Bastelzimmer. Ja. Wow, seht mal, die Extra Crew. Wow, cooles Zimmer. Hey, braucht jemand kreative Unterstützung? Ja. Ja. Kommt zu uns, denn mit uns werden eure Projekte tausendmal besser und genau so, wie ihr sie wollt. Hallo. Hey. Könnt ihr mir helfen? Ich will zu diesem Outfit einen Gürtel tragen, aber ich habe keinen. Lass dich von deiner Umgebung inspirieren. Sieh mal, du kannst auch dieses Band als Gürtel verwenden. Wow, echt cool. Du kannst vieles als Gürtel tragen. Schnürsenkel, Bänder oder den Zweig einer Trauerweide. Wirklich? Vielleicht. Wir haben es noch nicht probiert. Cool. Wow, das ist perfekt. Und jetzt pausen. Gut gemacht. Yay. Oh, hi. Was ist mit dir? Wobei kann ich dir helfen? Ich habe noch Schmucksteine vom Basteln letzte Woche. Ich will sie nicht wegwerfen, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Gib einfach ein bisschen Kleber drauf und kleb sie auf deine alten Sonnenbrillen. Oh, okay. Ja! Gib ein bisschen Kleber auf jeden Stein. Fantastisch! Ja! Ja, das passt gut. Wow! Das sieht super aus. Oh, okay. Verzier deine Sonnenbrille mit einem wilden Muster. Wow, das ist wirklich cool. Seht mich mal an. Aus alt mach neu. Und jetzt posen. Ba-bam! Ich liebe sie. Wirklich inspirierend. Ja. Was ist mit dir? Was hast du für eine Bastelidee? Ich habe die Schuhe schon eine Weile. Ein frischer Look für mich wäre toll. Ich verrate dir ein Geheimnis. Mal sie doch einfach an. Na klar, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Hier hast du ungiftige Farbe. Wähl deine Lieblingsfarben aus und dann überleg dir ein schönes Muster, das du aufmalst. Ja! Ich nehme alle Regenbogenfarben. Klasse! Das macht so viel Spaß! Wow! Wuhu! Ja! Weiter so, Tess! Ja! Wow, das war leicht. Und jetzt posen! Wuhu! Ich liebe sie! Seht euch das an! Wow! Euch alle zusammen arbeiten zu sehen, hat mich total inspiriert. Ich weiß jetzt, um was es in meinem Vlog geht. Ich fasse all eure Tipps in einem Style-Tagebuch-Mini-Vlog zusammen. Eine echt coole Idee, Barbie. Danke. Und danke für die Inspiration. Sehen wir es uns an. Inspiration schenkt Inspiration. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, müsst ihr euch einfach nur umsehen. Seht nur, wie meine Freunde einander dazu inspiriert haben, etwas Neues zu kreieren. Kreative Looks mit Dingen, die sie schon zu Hause hatten. Und das könnt ihr auch. Benutzt das Band als Gürtel. Verschönert die alten Sonnenbrillen. Oh, und malt eure Schuhe an, damit sie wieder strahlen. Und wie immer, seid kreativ. Ich hoffe, diese Tipps haben euch inspiriert. Und vergesst nicht, eure Freunde um Hilfe zu bitten. Sie verhelfen euch vielleicht zu der Inspiration, die ihr braucht. Fantastisch! Ich liebe es. Gut gemacht, Barbie. Das war extra cool. Wir hatten so viel Spaß mit diesem Styling-Tagebuch. Man findet auf so viele Arten Inspiration und kann sich kreativ ausdrücken. Und jetzt alle Peace. Peace. Und heute bei Schulabenteuer in Malibu. Alles Gute zum Geburtstag, Barbie. Oh, woher wusstet ihr, dass ich Konfetti liebe? Und Überraschung, noch viel mehr. Ich habe einfach die besten Freundinnen der Welt. Oh. Schluss mit der Schule für heute. Habt ihr zwei noch Lust auf Füße und Nägel? Das klingt nach einem Ja. Ja. Hauptsache, du hast noch Zeit für dein Geburtstagsgeschenk. Tada! Warte, was? Sind das Karten für das Extra-Konzert heute Abend? Was für ein tolles Geschenk! Juhu!
Oh nein, ich habe vergessen, dass ich heute Abend bei Familie Harris babysitten sollte. Mach dir keine Gedanken. Ich habe Skipper gefragt, ob sie deine Schicht heute übernehmen kann. Das hast du gemacht? Also gehen wir heute alle gemeinsam zum Konzert? Wir versuchen auch nicht ganz so laut zu kreischen. Yay! Wow! Eigentlich wollten wir ja unsere Füße und Nägel machen, aber irgendwie ist mir gerade mehr nach einer Gesichtsmaske. Warum auf etwas beschränken, wenn wir auch alles machen können? Wow! Die ist super geworden! Wunderbar! Ihr Flugzeug erwartet Sie. Anschnallen bitte! Extra! 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 Wow, fantastisch! Oh, Überraschung! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Hi. Sogar mit Überraschungsgästen! Ja, ich habe Ihnen vorgeschlagen, uns hier zu treffen. Eure Kleider sind der Wahnsinn! Ja, sie glitzern so schön! Ich freue mich so sehr, hier zu sein! Hoffentlich kommt Skipper klar. Skipper, reg dich nicht auf! Du findest Kinder was Tolles! Du machst das für deine geliebte Schwester. Gleich schlafen die Kleinen. Bitte gebt endlich Ruhe. Hey, wir sind stark und fabelhaft. Selbstbewusst und clever. Ihr seid meine Lieblingsband. Tapfer und mutig. Das ist mein erstes Konzert. Wir sind extra. Hey, ich habe gehört, unter uns ist dein Geburtstagskind. Barbie, komm zu uns. Barbie hat mir gerade verraten, dass noch jemand anderes Geburtstag hat. Ja. Also widmet unsere Band diesen neuen Song Barbie und Ken. Wir wünschen euch beiden einen wundervollen Geburtstag. Und eins, zwei, drei, vier. Barbie and Ken. We got the looks and we sing the big hooks, so you're gonna wanna walk this way. Just to the max when we break the clothes racks for a look that's fit to slay. Hit that heat when it comes to fashion. Geburtstagsfreunde! Geburtstagsfreunde!